Erstmal gut Kick aus dem Trainingslager unserer Wölfinnen in Klosterpforte und damit herzlich willkommen zu den neuen Weekly Wolves. Hier in Ostwestfalen bereiten sich die Mädels von Tommy Stroth auf die neue Saison vor. Seit vergangenem Freitag sind sie hier und wie die Tage so liefen, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Die Bedingungen sind perfekt. Das ist auch der Grund, warum wir dieses Hotel wieder ausgesucht haben. Hier gibt es große Erfahrungen mit professionellen Fußballmannschaften und hier kann man sich wirklich von der ersten bis zur letzten Minute komplett auf Fußball konzentrieren. Das ist auch unser Ziel, weil wir haben hier zum ersten Mal den kompletten Kader beisammen. Die Spielerinnen, die an den Olympischen Spielen teilgenommen haben, sind ja jetzt auch dabei. Und von daher gilt es, alle auf den gleichen Stand zu bringen, taktisch wie körperlich und auch einfach aufgrund der vielen Wechsel, die wir hatten im Kader, einfach ja wieder eine Einheit formen, weil die Zeit ist knapp. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir mit diesen tollen Bedingungen das schaffen, dass wir zum ersten Spieltag auf einem richtig guten Niveau sind. Am Wochenende stand dann auch das nächste Testspiel auf dem Plan. Es ging gegen Werder Bremen und das Spiel hatte es mal so richtig in sich. Alle Tore vom 9:3 findet ihr im Highlight-Clip auf unserem Kanal. Reinklicken lohnt sich. Unter der Woche wurde zum einen weiter fleißig auf dem Trainingsplatz gearbeitet und zum anderen wurde mit Lisa Weiß eine neue Wölfin begrüßt. Hi Fans, ich bin Lisa Weiß, bin Torhüterin und ich freue mich auf euch. Die 33-jährige Torhüterin kommt von Aston Villa aus England und hat einen bis zum 30. Juni 2023 datierten Vertrag unterschrieben. Ich bin ja sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Es waren stressige Tage. Die letzten Tage waren sehr, sehr stressig, sehr aufregend, aber ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich habe immer gegen VfL Wolfsburg gespielt, nie gewonnen. Deswegen bin ich jetzt auf der guten Seite angekommen. Und ich freue mich riesig, zum Team endlich dazu zu stoßen und auf ein neues Abenteuer. Lisa Weiß ist also neu dabei. Verletzungsbedingt ausfallen wird hingegen Almut Schuld. Die 30-jährige Torhüterin hat sich während einer Trainingseinheit eine strukturelle Verletzung an der linken Wade zugezogen und wird den Wölfinnen mehrere Wochen fehlen. Wir wünschen dir an dieser Stelle eine gute Genesung und hoffen, dass du so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kannst, Almut. Besser hätte der Start nicht laufen können. Unsere Wölfe sind mit einem 1:0-Sieg gegen den VfL Bochum in die neue Saison gestartet. Und wir haben für euch nochmal das goldene Tor von Wout Weghorst aufbereitet. Jetzt kommt der Einwurf rein. Lange auf den Elfmeterpunkt, da ist Wout Weghorst. Was macht er? Dreht sich, schießt. Wout! 1:0! 1:0, das erste Saisontor für den VfL Wolfsburg. Erzielt unsere Nummer 9. Der Gegner am zweiten Spieltag heißt Hertha BSC. Das Team von Pal Dardai verlor seine Auftaktpartie mit 1:3 beim 1. FC Köln. Und wenn wir auf unsere Bilanz gegen die Blau-Weißen schauen, dann sehen die Resultate der letzten Gastspiele in der Hauptstadt gar nicht mal so schlecht aus. Denn in den letzten 5 Spielen bei Hertha mussten sich unsere Jungs nur einmal geschlagen geben. Auch in Sachen Personal hat sich in dieser Woche was getan. Joao Victor verlässt unsere Wölfe und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Al Jazeera Club nach Abu Dhabi. Joao kam 2019 aus Linz nach Wolfsburg und in 68 Pflichtspielen erzielte er 9 Tore für den VfL. Wir sagen danke für deinen Einsatz und wünschen dir viel Erfolg für deine Zukunft, Joao. Das war's auch schon mit den Weekly Wolves für heute. Drückt die Daumen für ein erfolgreiches Spiel gegen Hertha BSC. Habt ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Bis demnächst, euer Mike.